Anlagenotstand ist dieser Tage immer wieder zu lesen. Ja, wo soll man denn noch investieren, wenn nicht in Aktien? Und soll man in Europa investieren? Angesichts der anhaltenden politischen und staatspolitischen Unsicherheiten ist das durchaus schwierig geworden. Bei mir Andreas Glogger, er ist der Geschäftsführer der Vermögensverwaltung Glogger und Rock. Und unser Thema heißt investieren, ja, alles außer Europa. Wo sehen Sie denn Chancen? Naja, in Europa muss man zurzeit nicht vollständig investiert sein. So sind auch wir nur zu 2/3 in etwa noch investiert in Europa und schauen zurzeit die Entwicklung sehr vorsichtig an. Interessante Märkte gibt es jedoch, wenn man genauer hinschaut, in den USA zum Beispiel. USA ist natürlich ein weites Feld. Da habe ich den S&P als übergeordneten Index, ich habe den Dow Jones, ich habe die Nasdaq als Hightech-Börse. Was schauen Sie sich da etwas genauer an? Ja, erstaunlich ist, dass in den Vereinigten Staaten der Dow Jones, aber auch der S&P 500 oder die Nasdaq erstaunliche Gewinnzuwächse, ein starkes Momentum entwickeln. Auch in der jetzigen Krise, als Europa sehr stark abgefallen ist, extrem stabil war. Und man erkennt wirklich über den gesamten Markt hinweg eine positive Entwicklung derzeit. Schauen Sie sich da Einzelwerte an und investieren dann auch als Vermögensverwalter in diese Einzelwerte oder sagen Sie, nee, lassen wir auch die Finger von, wir gehen in den Gesamtmarkt? Also in der jetzigen Zeit, nachdem die amerikanischen Aktien so wieder in die Gänge kommen, sind wir zuerst in Investments in den ganzen Markt tätig und weniger im Einzelsegment. Muss ich nochmal nachfragen, Gesamtmarkt, ja, in welchen dann? Suchen Sie sich einen Korb von Aktien aus oder gehen Sie in der Tat in einen der vorhin schon genannten Indizes? Wir haben Indizes, ganz konkret den Dow Jones, den Nasdaq und den S&P 500 mittels ETF gekauft, wo wir relativ einfach, und das ist uns gerade in der jetzigen Zeit sehr wichtig, schnell handelbar sind, dass wir auch, wenn negative Ereignisse kämen, auch schnell wieder aus dem Markt herauskommen. Wichtig ist ja dabei nicht nur eine Marktmeinung zu haben, zum S&P beispielsweise oder zur Nasdaq, sondern man sollte auch eine Meinung ja zu Währungen haben, denn man investiert ja in den Dollarraum. Wie schaut da Ihre aktuelle Bewertung aus? Da haben Sie völlig recht. Die Dollar-Euro-Wechselkursverhältnisse werden sehr häufig vernachlässigt oder sogar vergessen. Wir tätigen bei allen Investments, die wir zurzeit in Amerika tätigen, eine Absicherungsstrategie, die momentan bei 1,40, 1,42 US-Dollar zu Euro steht. Und ja, noch die Frage natürlich am Ende, jetzt haben wir nur über Amerika gesprochen, aber es gibt möglicherweise noch viel, viel weitergehende Anlagemöglichkeiten, beispielsweise Schwellenländer etc. pp. Wir haben das Thema ja auch alles außer Europa genannt. Ist das für Sie auch noch eine weitere Alternative neben den US-amerikanischen Aktien? Ja, unbedingt. An den Schwellenländern, früher Schwellenländer, jetzt sind es ja entwickelte Volkswirtschaften schon, kann man sagen, kommt man in die Zukunft gesehen nicht vorbei. Wir haben zwar unser Engagement etwas reduziert, aber es bleibt dennoch fester Bestandteil in unseren Portfolios. Also halten wir fest, investieren außer Europa, ganz spannende Region, USA, glaubt man zwar nicht, weil auch die haben ja viele Schulden und Probleme, aber immerhin ein Blick mehr wert für Glogger und Rock. Ganz herzlichen Dank, Andreas Glogger, für das Gespräch. Sehr gerne.